Moin Leute, herzlich willkommen auf einer neuen Folge, in einer neuen Folge, das Goldene Leben, unser wunderschönes RP-Projekt. Und mit mir, wo auch immer er gerade sich rumtreibt, ich sehe ihn zumindest nicht, aber in der Telefonleitung hängt er noch, der Herr Walter. Guten Morgen. Guten Morgen. So, dann machen wir doch das Geschäftliche gleich vorab. So. Dann, wo haben wir Sie denn, Herrn Walter? So, dann würde ich doch sagen, angesichts dessen, dass Sie jetzt gegrubbert, gesät und noch die Paletten durch die Gegend gefahren haben und dass Ihre Lebensgefährtin mir auch noch geholfen hat, sollte das hier ausreichend sein. Oh, vielen Dank. Gerne doch, ich habe zu danken. Ja, So, nee, das ist gut. Das ist sehr gut. ich bin ja noch nicht so knausrig. Außer Nee, bei, also. außer, außer wenn es ums An- und Verkaufen von Materialien geht. Da ist mit mir ganz schlecht zu verhandeln. Ja, ich habe nämlich einen kleinen Plan und jeder Cent ist da Gold wert. Ja, das glaube ich sofort. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es vorher mitgekriegt haben, wo ich mit dem Bürgermeister kurz gesprochen habe, wegen Bio und Ja, allem. nur so am Rande habe ich es mitbekommen. Ja, ich will mir nämlich ein Pelletheizkraftwerk auf den Hof bauen. Ah, okay. Und da habe ich ihn drum gebeten, nachzugucken. Ne? Also Biogasanlage wollte ich nicht mehr, ne? Wegen der letzten Katastrophe. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt im Katalog ist ein neues Pelletheizkraftwerk und fragst einfach mal nach, ob es darauf auch Förderung gibt, wie auf Biogasanlagen. Also Fördermittel halt, ne? Ja. Und das ist nämlich auch nicht groß und das würde nämlich auch einen Platz abdecken hinter meinem Hofsilo. Interessant. Ja. Ja, da war der Gedanke mit dabei, ein kleines Taschengeld für den Winter damit zu verdienen. Und an Sie, den Unternehmer, kann man ja dann bestimmt auch Pellets verkaufen, weil Sie werden ja bestimmt eine Pellet-Verpackungsanlage besitzen, dann sowas halt, ne? Das sind Zukunftspläne, wo es dann halt im Moment noch ein bisschen mit der Umsetzung Ja, klemmt, ne, aber das kriegen wir auf jeden Fall. Ich mach mir da nur Gedanken drüber, weil man möchte ja im Winter auch ein bisschen Geld verdienen, ne? Ja. Und so ein kleines Standbein noch haben, wenn auf dem Feld draußen nichts geht. Ja, nee, alles klar. Da danke ich ihm und wir hören uns dann später. Alles klar, Walter, bis dahin. Jo, ciao. Tschö. Guten Morgen! Oh ja, moinsen. Mahlzeit, na? Na, alles fit? Ja, bei dir? Ja. Ich habe immer so vorbeigejoggt, du. Schön am Ja, Joggen ich wollte morgens. jetzt gleich mal hier Henry aus dem Bett schmeißen. Ja, deswegen bin ich auch schon vorbeigekommen, du. Ja, dann rufen wir den doch mal. Na, warte mal. So. Steigen wir mal schön aus. So, dann rufen wir den doch mal. Oh. Guck mal, Ruf mal machen wir den doch mal den mal. nochmal an. Oh, Bleiben Sie ja, bitte bei Ihnen und machen Sie bitte einmal die. Hier kommst du, Was? Manfred, ich rufe dich gleich zurück. Alles klar. Eine Frage, was. Oh. Was los? Der hat gerade ganze Sippsche, ganz die ganzen Streifenclowns bei sich im Unternehmen. Oh nein. Er ist gerade nur hingegangen. Ich rufe dich gleich zurück. Sollen wir hochfahren? Nee, nee. Lassen wir machen. Henry Ach, macht das scheiße. schon. Ja, Gott sei Dank. Du hast immer noch meinen Fans 930er, ne? Ja. Stimmt, Tatsache. Ah, auch ein Gerät, du, ne? Ja. So, jetzt muss ich hier irgendwie mal schauen, dass ich hier diese ganzen Paletten verladen kriege, weil ich muss Geld verdienen. Und nachdem ja Henry jetzt schon Großbestellung gemacht hat, kam aus Was dem hat er so Urlaub. Schönes bestellt?
90.000, also 90 Kubik Kalk. Boah. Ja. Ach du Scheiße, 90, ach du Scheiße. Ja, und das Tolle ist, ich muss jetzt hier mit dem Frontlader die Dinger da rausfriemeln. Wie sieht's aus, hör mal, was für einen Preis hast du eigentlich? Weil langsam eigentlich gar keinen Bock mehr, Kalk und so zu verkaufen. Weil ich würde die auch gerne eigentlich zu dir schicken, verstehst du? Ja. Meine Preise, warte, muss ich schnell in mein Dokument reinschauen, genau weiß ich es nicht auswendig. Wo haben wir es denn da? Weidemann, 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 so. Preisliste, so, der Kalk liegt pro 1000 bei 250. 250? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, warte, ich muss noch mal kurz gucken, wie es jetzt im Game war. Ingame. Nee. Nee, pro Big Pack. Pro Big Pack, ah. Pro Big Kalk, Pack, ne? Ja. Pro Big Pack Kalk sind es 250, sind aber auch 5000 Liter drin. Ja, da schicke ich die lieber zu dir, sei ich ehrlich. Ja, aber lass mir noch ein bisschen Zeit, weil Henry hat jetzt gerade meine kompletten Vorräte aufkauft. Weil heute ist es ehrlich so gefühlt jede 10 Minuten. Jo, ich höre mal Kalk, Kalk, Kalk und was weiß ich was alles. Und all die Reste stehen noch auf meinem Hof, du. Ja. Ach so, ich muss ja hier den Scheiß erstmal umstellen. Jetzt habe ich da noch Ballen drin. Ich muss das ja auf Big Packs umstellen, ich Depp. Ich will nicht Quaderballen, du Vogel. Hast aber auch einen schönen Hof, du. Oh, ja, man tut ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ja, ja. So, Big Packs. So. Oder sowieso eine Friemelei, das Zeug da aus der Halle rauszukriegen. Kein Platz hier. Aber ist ja auch nicht, ist ja auch nicht. Ach, guck, der nächste Kandidat ruft schon wieder. Ja, ich bin gleich wieder da. Jo.
55. Hammer.
So. Ey, unfassbar. Jetzt hängen die da eine ganze Folge beim Henry auf dem Hof rum. Ich krieg gleich einen Vollvogel. Ja gut. Moin Flo, servus, schön, dass du reinschaust. Zu später Stunde. Ja, dann fahren wir halt die 90.000 erstmal zum Henry Nanter. Soweit. Passt schon. Und selber? Der ist seit 16 Uhr offline, weil er wieder real life weg muss. Hat er mir aber vorab schon bekannt gegeben. So. Weidemann. Manfred, moin. Ja, lädst du auch noch? Ja. Was hättest denn du gebraucht? Ich wollte ja eigentlich nur sagen, zum einen, dass ich jetzt dann gleich bei dir am Hof bin mit den 90 Kubik Heuk. Mhm. Und zum anderen wollte ich dich eigentlich zu einer Tasse Kaffee auf meinen Hof einladen. Ja, das brauche ich, glaube ich. Hast du Schnaps auch am Hof? Schnaps. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe halt was im Hals. Ja, weil Chespolente fährt gerade von mir am Hof. Vom Hof. Ja, ich wollte schon fragen, aber wollte da schon jetzt eine WhatsApp, eine Nachricht schicken, SMS schicken, ob der jetzt bei dir einziehen will auf dem Hof. Der. Wollte ich eh schon fragen. Alter. Ja gut, die kommen wegen einem Bußgeldbescheid von 100 Euro für 5 km/h zu mir auf den Hof. Oh. Und machen ein großes Damm-Damm. Ich habe in der Mai, das tatsächlich der Dampfengkaffee. Was ich gemacht habe. Also mich haben sie in Ruhe gelassen. Hat auch keiner von beiden umdreht. Die kamen ja nämlich gerade beide entgegen, der eine mit dem Kripo-Auto, der andere mit dem Streifenwagen. Wobei ich nicht weiß, warum man mit dem Kripo-Auto. Nee, der erste Schwarze war meiner. Der zweite kommt, fährt jetzt raus. Tschüssli! Idioten.
Ich sag dir dann, was ich will. Also, ich habe wieder so einen richtig geilen Move gemacht. Ja, so, ich wäre da. Wo bist denn? Warte, ich komm vorgelaufen. Hast du zu. Kann man zufälligerweise bei deinen LKW mitfahren? Leider nicht. Okay. Du hast jetzt Saat. Gut. Kalk. Lade es einfach hier ab. Wo ich stehe. Jo. Vor oder hinter der Hecken? Vor der Hecke. Alles klar. Ach, die Menschen machen mich einfach fertig. Nee. Und sonst? Oh. Außer der allgemeine Wahnsinn halt wie immer. So. Aber ich muss wirklich sagen, schön, dass ich dich wieder habe. So, da würde ich weggehen, Henry. Also. Aber. Dein Anhänger hängt auch ein bisschen in der Höhe. Ja, hängt die Deichsel nicht geil. Da ist der Anbau am Ding ein bisschen scheiße gelaufen. Das würde ich reklamieren. Ja, jetzt backen die auch schon wieder rum oder was? Ich glaub's echt nicht. Ja, der Hänger backt gerade. Sogar mit beleuchtetem Logo vorne. Ja. Also der Herr Manfred braucht ja ganz was Besonderes mit dem Logo. Naja. So. Aber meine Lieben, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Henry Baker ist wieder zurück, endlich, Gott sei Dank. Und genau, hat seine ersten 90 Kubik Kalk bekommen. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, auch mit dem Input, was die Damen und Herren Polizeibeamten bei meinem Henry haben wollten. Schweiner. Habe ich nicht gesagt. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.